Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grindia HD Collection. So, in der letzten Folge haben wir doch den Kurator besucht und ein Empfehlungsschreiben bekommen für die Ausgrabungsstätte. Was sehr nice ist. Ich wollte jetzt nochmal gucken. Zu Hause befindet sich, wo war nochmal der Shop? Wir wollen jetzt. Moment. Hallo? Gemischwarenladen, ja. Du hast ja Gemischwarenladen. Wir wollen ja etwas haben. Und wir haben gar kein Geld dazu. Gut, dann wollen wir nichts haben. Aber es gibt eine gewisse junge Dame. Florinde 369, die spielt zurzeit in Grandia 2 zum ersten Mal. Dafür spiele ich halt Grandia 1. Also wenn ihr Grandia 2 sehen wollt, wie das nachher aussehen wird, dann könnt ihr es bei ihr angucken. Ich werde es nämlich unten verlinken und nochmal am Ende des Videos an jedem. Oder aber ihr wartet, bis ich irgendwann das auch einmal mache. Grandia 2 mache. So. Geisterstein. Justins Andenken an seinen Vater. Muss ich das jetzt mitnehmen? Schau mal ein bisschen her. So, mit den vier legendären Schätzen können wir zurzeit nichts anfangen. Ist ja aber auch egal. Weil die sind eh schlechter als die Sachen, die wir haben. Bis auf das Holzschwert. So, und wir müssen uns jetzt zur Ausgrabungsstätte begeben. Aber dafür müssen wir über die Mana-Straße. Hier erneut, ihr Spiechert. Schönen zweiten Spiecherspunkt. So, und jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie was finden. Das ist sehr alt und halt sehr. Ah, die Musik, ja, ja. Und sehr brach liegt das. Ah, guck mal, wir haben die ersten Jeschnas. Uiuiui. Das sieht aber gestreckt aus. Aktionsmagie. V-Slash. Komm, wir nutzen mal unseren V-Slash, unsere Spezialfähigkeit. Wer ist als erstes dran? Du bist als erstes dran. Vor allem, wie man sieht unten, gibt es nämlich einen Ladebalken und so. Also wie beim Active Time Battle. Und komm, heißt halt, können wir halt irgendwas machen oder der Gegner macht was. Und zwischen Komm und Aktion ist nämlich die Wartezeit, bis diese Sache ausgeführt wird. Spezialfähigkeiten, Magie, dauert halt dann ein bisschen und wird das dann halt irgendwann ausgeführt. Und ganz rechts, wo Justin halt oder Justins Icon ist, ab dann wird es ausgeführt. Jedoch muss er zum Beispiel sich erstmal zum Gegner hin bewegen. Bei Magie muss nicht zwangsweise sein. Leichte TP-Erholung des Durchjubeln. Ja. Oh, meine Güte. Geht schnell. So. Aber wir machen unsere Spezialfähigkeiten zum ersten Mal, um zu zeigen, wie die aussehen. So. Da haben wir schon mal zwei down. Wollen sich. So, Combo ist ein Normalangriff, greift er zweimal an. Ist stärker als kritisch, aber dafür kann kritisch den Gegner zurückwerfen, also in der Aktionsleiste. Wenn der Gegner sich zwischen Aktion und Komm befindet, also gerade am Aufladen ist, oder halt gerade versucht eine Aktion zu machen und wir treffen mit kritisch, wird er ganz weit nach hinten geworfen. Dann ist er ungefähr die zweite Leiste von links da, also so ungefähr die Hälfte von Komm. Das ist ganz schön nice. Aber wir wollen natürlich. Oh, der ist ausgewichen sogar. So, dann gehört der dir Puff zu. Hip Hip Hooray! Vier Erfahrungspunkte, Geld, Fertigkeiten. Und ja, wie ihr sehen könnt, Fertigkeiten erlernt man durchs Machen. Und nicht einfach so. Also wenn man jetzt mit einer Keule draufhaut, kriegt man Keulenerfahrung.
Wenn man einen Zauber macht, lernt man die Zaubererfahrung von diesem Element. Riesentorstfüßler. So, dann wollen wir mal zeigen, wie das aussieht, wenn man ihn kritisch macht. Ja, wie man sehen kann, ist er unten zurückgeworfen. Aber halt nicht gestorben. Dafür sind diese kritischen Aktionen auch mal was. Aber was krasser. Dauert ein bisschen länger auszuführen. Und wenn der Angriff auf einen gegnerischen Angriff trifft oder andersrum, dann kommt der sogenannte Counter. Oder Konter. Und dann greift diese stärker, dieser Angriff. So, du bist zuerst dran. Also, mach für dich dann. Es kann aber auch sein, dass der Gegner oder einer von unseren Leuten zu viel Weg gehen muss zur Aktion. Wenn das zu weit ist, dann kriegt er diese Anime-Schweißtropfen und hört einfach auf. Das kann auch passieren. Aber das ist eher seltener. So. Mal gucken, ob Justin voll dran kommt. Oh, das ist der Schwertangriff. Zack. Also Erfahrungspunkte 16 Gold. Fertigkeiten, Punkte, Erfahrungspunkte. So, gibt es noch das hier, um sich ein bisschen zu orientieren. Weil, naja, sehr ordentlich sieht das halt nicht aus. Aber ist ja, wie gesagt, ein bisschen älter das Spiel. Da ist ein besonderes Item, beziehungsweise irgendein Item. Ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist. Ich habe nicht gesehen. Oh, der hat Zuf angegriffen, nicht uns. Und dann sind wir natürlich in den Hintern geraten. Das schmeißt sie nach vorne und uns nach hinten. So. Aber vielleicht. Nein, da kam ein Konter. Zweimal Konter sogar. Hat Zu auch einmal erwischt. Und dann nochmal einen Crit rein. Aber doch. Erfahrungspunkte, die wir nehmen. Oh. Malerkäfer. Und durch jeden, durch Crit wird man zwei Spezialpunkte bekommen. Durch Combo jeweils durch jeden Treffer ein. Wodurch wir natürlich nochmal unsere Fähigkeit machen können. Zum Beispiel benutzen wir jetzt mal unser Rara, weil wir ein bisschen angeschlagen sind. Und Justin, du kannst mal wieder deinen V-Slash machen. Und natürlich durch ein bisschen Cheerleading wird man gut geheilt. V-Slash. Herrlich. Kettenorb. Guck mal, hat er. Hat das so einfach mal so geschwächt, beziehungsweise betäubt. Alright, we won. Ach, sind Erfahrungspunkte? Ja, guck mal, das ist ja der nächste. Deine Initiative. Ja, wir haben sie von hinten sozusagen überrascht. Also sind wir natürlich zuerst dran. Ah, ne, aber nicht genug. Und natürlich, wenn man noch einen Treffer bekommt, kriegt man auch Fähigkeiten. Beziehungsweise Spezialpunkte. Natürlich gibt es auch andere Quoten, wenn man gewinnt, ohne Schatz zu bekommen. Ha, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, über die Brücke, wenn es eigentlich weitergeht. Aber hier gibt es noch einiges zu erkunden. Jetzt war es den einen oder anderen Gegner, den wir machen müssen. So, wollen wir erstmal die kleineren Käferchen loswerden. Ja, guck mal. Sword Level Up. Schön eingedeutscht.
Schwert ist jetzt Level 2. So, der gehört dir zu. Komm mal, Kombo. Ist schneller als der. Jawohl. Level up für Sue. Stärke hoch, Vitalität hoch, Klugheit hoch und Geschwindigkeit hoch. Plus 1 HP. Jetzt ist er auf dem gleichen Level wie Justin. Weil Justin fängt halt auf Level 2 an. Hier was im Baum? Nö. Sonst noch was hier? Ah, noch mit 1000 Füßler. Na, was haben wir? Natürlich kann man flüchten, Taktiken, Info. Sagt uns jetzt viel, ne? Keine Buffs auf den, kein nichts. Taktiken, man könnte ja natürlich einstellen, wie man möchte. Aber Aktion Magie haben wir alles nicht. Noch wird plump draufgehauen. Wurflevel hoch. Auch schön. 10 würde der mit einem Schuss machen, aber dadurch kriegen wir 2 Special-Fähigkeitspunkte. Deswegen lieber das machen. Noch ein paar Fertigkeitspunkte. Schön, schön. Justin kriegt kurz vom Level up. Ich wollte gerade auch das Gegenstation haben. Dankeschön. What a fish. Was für ein Fisch. So, was haben wir denn hier von Kräutchen? Ein Kraut. Da sind noch mehr Gegner, als die es auf die Nase haben möchten. Einfach draufknüppeln. What a fish. What a fish. Ah, guck mal, noch ein Kampf, dann hat er auch sein Level up. Schön von hinten. Damit wir dran sind. So. Schön, jeder mal was eigenes angreifen, weil Justin wird sein auf jeden Fall vernichten. Zu noch nicht ganz. Kontaktabbruch, da hat man es gesehen. Abbruch heißt halt, wie gesagt, dass er nochmal auf neue seine Sachen machen darf. Plus 1 Stärke, plus 1 Vitalität, plus 1 Klugheit, plus 1 Geschwindigkeit, plus 2 HP. So, dann gibt es noch die 2 Käferchen, die auch noch aufs Maul wollen. Dann wollen wir nochmal unsere Fähigkeiten raushauen. Ach ja, schön, schön, diese alten Effekte. Guck mal, der Mana-Kiff verteidigt sogar. Das heißt, natürlich. Er ist lange an diesem Zug dran. Aber kann halt nicht angreifen. Kriegt aber auch nur wenig Schaden. Oh, Konter auf uns. Aber trotzdem ein Schaden. So. Dann auch nochmal kurz zeigen. Spezieller Angriff. Stufe 1, Stufe 1. 3, das ist halt Magie. Fertigkeiten hier. Oh, hoppla. Justin hat zum Beispiel V-Slash, braucht er ja Schwertstufe 1 für. Wie man sehen kann, haben wir ja Schwertstufe 2. Und da sind dann noch viele verschiedene Fähigkeiten, die wir zum Beispiel jetzt zum Beispiel der nächste wäre mit Schwertstufe 6 und Coinstufe 4 lernen würden.
Und je mehr Level wir in diesen Fähigkeiten haben, also beziehungsweise in Schwertern und in Keulen, würden wir diese Fähigkeit schneller ausführen und wäre auch stärker dementsprechend. So, V-Slash haben wir jetzt 2 Level im Schwert. Deswegen wird V-Slash auch schneller ausgeführt. Das heißt, muss nicht so lange aufladen. Surat nur 2 weitere Fähigkeiten, die nur noch Erfahrungspunkte brauchen, von wegen 7 Keulen und 10 Bogen. So, dann wollen wir nochmal. Wir gucken. Ah, noch mehr Käfer. So, schön auf die Nase kriegen die. What a fish. What a fish. Boah, Justin ist sogar fast bei Level 3. Oh, von hinten. Ja, noch nicht genug. Aber wir sehen können, hat er jetzt ein halbes Sternchen da. Und nicht nur so ein Viertelstern voll. Oh, der möchte seine Spezialfähigkeit machen. Nicht, wenn wir uns dagegen wehren können. Oh. Ja, damit sind wir doch durch schon. Frechheit. Ach, guck mal, wir sind wieder hier schon zurück. Oh, nochmal. Ich wollte eigentlich heilen. Ja. Irgendwo noch was in den Bäumen. So, anscheinend haben wir ja alles. Anscheinend haben wir alles hier ausgeräuchert. Gibt's aber noch die andere Flussseite. Hier wird alles mitgenommen. Ah, wir haben ja geheilt. Ja, ich hätte auch direkt Special-Fähigkeiten machen können. Dann machen wir es einfach bei euch. Aber bestimmt nichts dagegen. Und wie hier auch, anstatt bei Rara, wo nur ein Viertelstern ist, aber bei Puffy Tritt, warum auch immer das ein Tritt sein soll, haben wir einen halben Stern. Schwert aufgelevelt. Sehr schön. Und wie sieht's aus mäßig? Malerstraße. So. Aber soweit ich mich erinnere, kriegt man mehr Erfahrung, wenn man zweimal mit einem Combo angreift, als einmal kritisch oder einmal Special Move. Aber Justin greift ein bisschen schneller als mit ihrem Bögelein. Deswegen kriegt doch mehr Erfahrungspunkte. In dem. Hallo? Wie weit gehst du weg? Deine Initiative. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel Taktik sagen. Schon normale Angriffe verbessern, Stärkfähigkeiten abwehren, nur ausweichen, out verteidigen, fies Unheil, Feiergegner mit Bosheiten, was anscheinend eigentlich einfach nur Debuffs und dergleichen sind, Risiko gibt alles, zaubert Aktion nutzen, also 100% geben, Schutz, Sicherheit und Heilen geht vorkämpfen und für sich der Charakter entscheidet. Oder wir machen einfach hier eine Gruppe. Hier konnten wir doch irgendwie nochmal. Ah ja, hier kann man das sehen. Wie viel SP haben und wie viel MP haben. Konnte man das noch irgendwie?
Kann man das irgendwie nochmal? Hm. Nein, so ganz sicher nicht. Ja, egal. Einfach drauf knüppeln. Da. Justin macht jeweils einen Schlag einen weg von diesen kleinen Käfern. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die zwei auch mit. Aber wir hätten genug für jeweils ein Special. Wo ist das ein Tritt einfach nur? Wo ist das ein Tritt? So. Ach, verdammt. Ja, guck, der hat uns jetzt abgebrochen. Und guck mal, wo Justin jetzt gelandet ist. Ziemlich weit unten. Ja, gut. Ah, guck mal, wir sind schneller dran. Das ist zwar kein Abbruch, aber trotzdem. Der gehört so. Ach, guck mal, ein Erfahrungspunkt vor dem nächsten Level-Up für Bogen steht nicht so, oder geworfenes. So, hier haben wir hinten noch ein kleines Kräutchen. Leider hat jeder Charakter in dem Teil, soweit ich mich erinnere, ein gewisses Inventar, so von 12 Gegenständen. Soweit ich mich erinnere, könnte auch falsch liegen. Aber erstmal müssen diese Mana-Käfer dran glauben wieder. Greif mal den hinten an. Und dir gehören eigentlich die weitere hinten. Aber gut. Da wird zwar nicht dazu kommen, aber trotzdem. Das bisschen Geld können wir auch gebrauchen. Könnten wir nämlich später noch ein paar Waffen kaufen. Keule, Axt, sowas halt. Noch mehr Riesentausendfüßler und mehr Mana-Käfer. So, da kommen jetzt schon die Käfer. Du versuchst mal einen zu töten. Ja, es reicht, um einen zu töten. Und durch Zurücklaufen hast du einen sogar ausgewichen einer Attacke. Das heißt, wir hören What a Fish. What a Fish. So, wir haben Gott sei Dank einen Kompass, der zeigt, wo wir hin müssen. Ansonsten würde man sich hier ganz schön oft verlaufen. Oh, der macht seine Spezialfähigkeit von der Ferne. Schade. Wäre er näher dran gewesen. Guck mal, wie beide nichts machen konnten, weil sie so getroffen worden sind. Aber besser als sich mit Ratten abzugeben, ne? Wie man so in vielen Rollenspielen kennt, dass Ratten so erste Gegner sind. Sind hier so ein paar Insekten. Ja, ich glaube, so war das schneller. Puff, puff!
Herrlich. Hier gibt's noch ein paar von den Insekten, die wir klein machen wollen. Ah ja, ich weiß nicht, was ich hier sagen soll, außer dass wir als Insekten Schädlingsbekämpfung agieren könnten. Schwert ist fast bei Level 4 bei Justin. Läuft zumindest ziemlich zackig. Aber ich wusste mal eine Taste, wo die ganzen Leutchen einfach aus sich auf gekämpft haben. Aber ich weiß es jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, das ist immer nur so Einzelkämpfe und kein so großer Kampf. Ich hätte vielleicht den angreifen sollen. Dafür kriegst du den Crit oder den kritischen Angriff in das Gesicht. So, hier kommen wir jetzt zu dem komischen Ding, was wir gesehen haben. Oh, ist ein Knüppel. Nein, kein Zauber. Wir haben keine. Ein dreiteiliger Stab ist genauso stark wie das von Justin. Ist zumindest besser als die Waffe, die Sue hat. 30 Erfahrung in Sachen Bogen. Nimm mal eine Knüppel für eine kurze Zeit. Können wir uns mal anschauen, wie es so mit einem Knüppel umgeht. Werden wir versuchen, den Ketten auf. Guck mal, so macht das richtig gut. Wie so diese Spielzeughelmer. Gute Arbeit. So, hier noch was. Oh, nichts. Zwangsweise. Ja, da wird es weitergehen. Aber hier ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir noch mal kurz zurück. Nee. Tun wir mal heilen. So. Ist nicht zu heilen, aber gut. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Schluss. Fürs Erste zumindest. Und wir sehen uns dann wieder beim Kartenende. Währenddessen ich ein bisschen Geld gefarmt habe für ein bisschen besseres Equipment. Das wird nicht sehr lange brauchen. Ging ja relativ zackig, Gott sei Dank. Also vielleicht mit ein, zwei Level stärker, was jetzt nicht viel ist. Sehen wir uns dann wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.